Hey und willkommen zu einer kleinen Runde 60 Seconds. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Oh oh, oh oh. Oh, ja, okay. Ich glaube, das war ganz gut. Tag 1. Oh ja, was fehlt denn hier? Das Insektenspray, die Munition, vielleicht so ein Kartenspiel oder die Mundharmonika? Aber sonst? Das sieht doch vielversprechend aus. Was habe ich denn hier drin gefunden? Ah, das Boy Scout. Uiuiui. Ich kann euch ja mal kurz erzählen, welche Prioritäten ich in diesem Part habe oder allgemein jetzt für die nächsten Videos. Ich würde gerne sehen, wie Mary Jane mutiert und dafür bräuchte man entweder Kakerlaken oder Spinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das birgt natürlich auch Risiken, weil dann eventuell irgendwer anders krank wird, aber das ist mir dann auch egal. Und ja, natürlich auch der Sieg. Und da ist es auch irrelevant, ob das jetzt über die Zwillinge oder über das Militär passiert. Hauptsache, ich werd mal gerettet. Tag 2. Beim Ändern der Radiofrequenz stießen wir auf ein seltsames Signal. Unter all dem Rauschen und Geschrei konnten wir eindeutig eine Stimme hören. Dann hör doch einfach mal rein. Tag 3. Oh, wir haben nichts verstanden. Naja, dann nicht. Ich werde Mary Jane mit der Gasmaske rausschicken, weil jemand in den Kommentaren unter dem letzten Video meinte, dass Mary Jane am ehesten Wasser und Essen mitbringt, aber etwas länger braucht, um wieder zurückzukehren. Bin gespannt. Mal schauen, was sie macht. Tag 4. Tag 5. Diese schreckliche Stille wird langweilig und wie jede glückliche Bilderbuchfamilie haben wir nicht sonderlich viel Gesprächsstoff. Können wir das irgendwie ändern? Irgendwie? Was wäre denn das Schlimmste, was jetzt passieren würde, wenn ich das nicht mache? Rasten die aus? Tut das ihrer Psyche nicht gut? Ich sag einfach ja. Tag 6. Ui, da hatte ich aber nochmal Glück. Hallo. Bevor es weitergeht, hier eine kleine Werbeunterbrechung für das Skylo Game Warface Breakout in Kooperation mit MyGames. Breakout ist ein taktischer, teambasierter Online-Shooter für die PlayStation 4 und Xbox One und wurde speziell für das Spiel mit einem Controller optimiert. Das Spiel kostet 19,99 € in der Standard Edition und wurde von Counter-Strike inspiriert. Heißt, man kann sich, je nachdem welche Waffe man am liebsten spielt, jede Runde eine neue kaufen. Und erwähnenswert ist auch noch, dass ihr in Breakout nur kosmetischen Kram mit Echtgeld kaufen könnt und keine In-Game-Vorteile oder irgendwelche Waffen. Die erste Season hat kurz nach dem Release des Spiels gestartet und damit Ranglistenspiele, Challenges und kosmetische Belohnungen eingeführt. Hier noch ein Bild der Roadmap von Breakout, bei dem ihr sehen könnt, was noch alles geplant ist. Also, falls ihr Lust bekommen habt, schaut gerne in die Videobeschreibung, da ist das Spiel verlinkt. Vielen Dank an MyGames für die Kooperation und viel Spaß mit 60 Seconds. Heute hat Timmy Geburtstag. So wie letztes Jahr haben wir bis zum letzten Augenblick gewartet, um ihm ein Geschenk zu besorgen. Oh ja, wuhu! Aber diesmal sind unsere Möglichkeiten auf das beschränkt, was wir im Bunker finden können. Das Medipack. Warum sollte man ihm das geben? Was könnte das bringen? Ja, nimm das Damespiel. Ist doch alles anderes wichtig. Tag 7. Timmy jedenfalls hatte seinen Spaß. Das ist die Hauptsache, mein Kleiner. Eine Gruppe von Leuten in grünen Pyjamas, die an unsere Luke klopft, hatten wir nicht erwartet. Aber genau das ist passiert. Sie behaupten, sie seien fröhliche Gefährten und wollen von den Reichen nehmen und den Armen geben. Wir sind ziemlich arm. Vielleicht können wir also ein paar Freunde finden. Sollen wir sie hereinlassen? Ja, und ich glaube, da meintet ihr, dass sie einen nur beklauen, wenn man gemeine Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel das Abballern der Senioren, um deren Sachen zu plündern, oder allgemein halt irgendwie was Gewalttätiges zu machen. Und bisher war ich ein Musterschüler. Ich hatte zwar noch keine Gelegenheit, irgendwen auf die Fresse zu hauen, aber das wissen die ja nicht. Ich war immer brav. Kommt gerne rein. Tag 8. Und, was habe ich bekommen? Oh, sie haben mein Damespiel und meine Axt geklaut. Diese fröhlichen Gefährten waren ganz und gar nicht fröhlich. Sie sagten uns, wir seien reich und müssten mit den restlichen 99% des Ödlandes teilen. Sie haben sich nur ein paar Dinge geschnappt und sind wieder verschwunden. Ja, toll. Mann. Aber ich glaube, das war nicht wichtig, was sie da geklaut haben.
Und ich mach das Radio an. Bei der Glückssträhne, die ich gerade habe, geht's jetzt wahrscheinlich kaputt. Tag 9. Nee, aber Mary Jane ist back. Die Gasmaske ist sogar noch ganz. Und sie hat 3 Wasser mitgebracht. Und 2 Dosensuppen. Das hast du so toll gemacht. Wie geht's dir denn? Hungrig und müde. Okay, hier was zu essen für dich. Was war das? Eine Ratte? Ratten sind für gewöhnlich kleiner als Katzen. Und 2 Schwänze? Genau, und das würde nicht zu der Mutation von Mary Jane beitragen, sondern uns höchstens Suppen klauen. Und deswegen schieße ich da jetzt rein. Tag 10. Und die Waffe ist kaputt. Und ihr bekommt alle was zu essen und zu trinken. Wen schicke ich jetzt raus? Ich würde ja sagen, Klein Timmy. Ja. Klein Timmy mit der Gasmaske. Viel Spaß draußen. Tag 11. Da, schon wieder. Geräusche. Die ganze Zeit seltsame Geräusche. Kommen sie aus den Rohren? Aus den Wänden? Ist etwas hinter der Tür? Wir wissen es nicht und es treibt uns in den Wahnsinn. Wir sollten uns zurücklehnen und entspannen. Sonst werden wir vielleicht noch paranoid. Ja, das ist ja wirklich sehr traurig mal wieder. Aber ist ja halb so wild, ihr macht das schon. Tag 12. Oh, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ted ist verrückt geworden. Kann man das noch heilen? Nee, ich glaub fast nicht. Mary Jane hat sich auf ihrer letzten Expedition verletzt. Ist mir egal. Damit musst du jetzt leider leben. Tag 13. Tag 14. Wir haben ein simples Problem. Wenn wir uns nicht waschen, werden wir krank. Sehr krank. Hier unten stinkt's wirklich erbärmlich und in den nächsten Tagen wird das sicher nicht besser. Wieso lassen wir uns nicht etwas einfallen? Die Munition ist futsch, die Gasmaske ist futsch und das Spray. Da muss ich wohl mit dem Gestank leben und eine Runde krank werden. Tag 15. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt sind alle krank! Wen heile ich denn jetzt? Normalerweise würde ich zu Ted tendieren, aber... Ja, da gibt's ein kleines Problem. Der ist ein bisschen verrückt. Deswegen heile ich Dolores und gebe allen etwas zu essen und zu trinken. Wir hätten nicht erwartet, so kurz nach dem Einschlag der Atombombe einen Anruf zu bekommen. Aber jetzt sitzen wir hier und hören da draußen unverkennbar ein Telefon klingeln. Das muss die Telefonzelle auf der anderen Straßenseite sein. Soll einer von uns rangehen? Ja, die kranke Mary Jane. Tag 16. Timmy, du bist ja... Dir geht's gut, aber du hast die Gasmaske kaputt gemacht. Was war denn los bei dir? Oh, 4 leckere Suppen. Und 1 leckeres Wasser. Und Spielkarten. Auf unserer letzten Expedition begegneten wir einem stinkenden, zerlumpten Mann. Wir haben ihn wiedererkannt. Es ist ein alter Landstreicher namens Jim, der vor der Bombe durch die Straße unserer Stadt zog. Nun zieht er durch das Ödland und ist uns anscheinend nach Hause gefolgt. Jetzt hämmert er an die Falltür und fragt, ob wir einen Stein kaufen wollen. Ja, den hätte ich sehr gerne, da passiert schon nichts. Tag 17. Er zeigte uns begeistert seinen Sack, der mit einer großen Auswahl an Steinen gefüllt war, und bot uns auf die guten alten Zeiten einen gratis an. Ah, wir haben den schönsten herausgesucht und der Typ ist abgehauen. Wir haben keinen Grund zur Klage, es ist wirklich ein guter Stein. Jim hat außerdem beteuert, er würde Glück bringen. Oh, was heißt das? Und da steht, wir machen uns alle Sorgen um Ted. Sein Geisteszustand hat sich noch nicht verbessert, aber wir wissen nicht, wie wir ihm helfen können. Tag 18. Wir konnten eine weitere Nachricht der Regierung empfangen. Sie fordern alle Überlebenden auf, sich an einen bestimmten Ort in der Umgebung zu begeben und ein Zeichen zu hinterlassen, dass noch jemand in der Nähe am Leben ist. Das mache ich mit meiner leckeren Karte. Tag 19. Wir haben ihnen eine Flaschenpost hinterlassen. Ja, dann ist das ja schon mal beim nächsten Schritt. Tag 20. Ein Hausierer ist irgendwie zu unserem Bunker gelangt. Wir kennen ihn noch von vor der Apokalypse. Jetzt bittet er um Vorräte und behauptet, dass er uns im Gegenzug ein paar Staatsgeheimnisse verraten wird. Ach, der Typ. Ja, ich hab mehr Essen als Trinken. Dann bekommst du eine leckere Dosensuppe. Tag 21. Tag 22.
Oh, Ted, alles gut bei dir? Ist ja alles, alles spitze? Und deiner Socke geht's auch gut, ne? Wie wäre es, wenn wir das Radio mal nutzen? Okay. Tag 23. Als wir uns durch das Rauschen gekämpft hatten, stießen wir auf eine Übertragung von einem Spinner, der über Verschwörungen und Marsmenschen faselte. Das war ziemlich amüsant. Naja, okay, also ich denke mal, dass Mary Jane jetzt im Moment abhaut und Ted stirbt oder so. Aber was soll ich tun? Ich kann nicht riskieren, Dolores rauszuschicken und zu verlieren. Tag 24. Tag 25. Timmy scheint große Lust auf den Ausflug zu haben. Oh ja? Wie geht's dir denn? Zermürbt, dehydriert und hungrig. Aber er würde ja jetzt auch was zu essen bekommen. Als wir heute die Falltür des Bunkers öffneten, lag davor ein Brief auf dem Boden. Es war der Hilferuf einer Gruppe freundlicher Überlebender aus der Nähe. Jedenfalls behaupten sie das. Sie bitten uns, einige Vorräte an einen bestimmten Ort zu bringen und geben uns ihr Wort, dass wir unsere Großzügigkeit nicht bereuen werden. Ich schenk euch eine Dosensuppe. So bin ich einfach. Tag 26. Ach so, das waren die Zwillinge. Ja, dann habe ich jetzt die Sache mit den Zwillingen und die Sache mit dem Militär am Laufen. Genau. So, Timmy, Zeit für dich zu gehen. Bring mal bitte einen Verbandskasten und ein bisschen was zu trinken mit. Wenn du Spaß dran hast, auch gerne noch ein repariertes Gewehr. Ich glaube zwar, deine Schwester und dein Vater sind bis dahin down, aber du hast ja noch deine Mutter, ne? Das reicht ja dann auch. Tag 27. Wie zur Hölle ist das passiert? Nein! Ted wird jeden Tag zerstreuter. Seit heute Morgen liest er sehr gewissenhaft eine Zeitung. Oder eher das, was er für eine Zeitung hält. Unser Toilettenpapier. Er schien sich wirklich dafür zu interessieren, also wollten wir ihn nicht beim Lesen stören. Als er dann dem Ruf der Natur folgen musste, griff er aus Versehen nach der Karte. Es reicht wohl zu erwähnen, sie ist jetzt unbrauchbar. Völlig unbrauchbar. Nichts ist schlimmer als Stille. Und genau die spuckt unser Radio aus. Keine Musik, kein Gerede. Nichts. Können wir das Radio irgendwie wieder zum Laufen bringen? Ja, aber es ist doch ganz. Ja, ich mache jetzt nur ja, weil ich hoffe, dass sie dann irgendwas vom Militär hören. Tag 28. Ja, das war irgendwie klar, ne? Jemand klopft an unsere Falltür und ich kann sie öffnen oder zulassen. Und ich sage ja. Tag 29. Wir haben die Falltür geöffnet, aber da war niemand. Wisst ihr, ich habe einen Stein bekommen, der angeblich Glück bringen soll. Und bisher weiß man eben einfach einen Haufen Kacke. Ein heruntergekommen wirkender Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lottrigen Sack über die Schulter geworfen. Ich kann wieder den Sack kaufen und dadurch die Katze Sherikov bekommen. Ich mach das. Tag 30. Da ist er. Oh, ist das ein süßer Fratz. Hier, lecker Essen für euch und auch ein bisschen trinken. Und in unserer Ecke ist wieder irgendein Vieh, was aussieht wie eine Ratte. Ja, ich habe keine Axt und kein Gewehr. Heißt, irgendwer wird wieder krank oder stirbt. Tag 31. Timmy, was hast du bitte mitgebracht? Ich sehe kein Essen, ich sehe kein Trinken, ich sehe kein Verband, ich sehe keine Karte, ich sehe kein Radio. Ah, das Nagetier hat eine Dosensuppe weggefressen. Und Timmy hat einfach eine Dosensuppe mitgebracht. Nur eine Dosensuppe, sonst gar nichts. Du bist ja so eine Enttäuschung. Du hättest deinen Vater retten können. Weil sind wir ehrlich, Mary Jane hätte dich damit nicht geheilt. Endlich haben wir uns das Fahrzeug in unserer Straße genauer angesehen. Es ist ein Panzer. Ach, der schon wieder. Er hat zwar keine Laufrollen, ist aber mit Holzpfählen versehen. Das Ding braucht Waffen. Wir sollten uns ausrüsten und nach draußen gehen, um passende Teile zu finden. Entweder die Karte oder das Schloss. Ja, mir bleibt ja keine Wahl. Tag 32.
Wir haben das Schloss eines nahegelegenen Räuber-Safes geknackt. Dabei ist aber leider der Schlüssel für unser Vorhängeschloss kaputt gegangen. Im Safe lagen ein paar Jojos ohne Schnur und ein schweres Maschinengewehr. Oh, letzteres haben wir vorsichtig an unserem Fahrzeug befestigt. Den leeren Räuber-Safe haben wir mit unserem Vorhängeschloss wieder verriegelt, damit diese Schlingel nicht mehr hineinkommen. Oh, das war aber klug. Ah, da ist das Gewehr. Cool. Tag 33. Wir fragen uns, was wohl aus Onkel Brian geworden ist. Ah, ja, öffne das Boy Scout und eventuell findest du ein Bild von ihm, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Tag 34. Ah, Sherikov. Meryl? Da ist das Bild. Och, mein Onkel. Sherikov ist der Neuzugang in unserer kleinen Familie, weswegen wir ihn noch beobachten müssen. Ah, jetzt haben wir die Metallplakette wieder gefunden mit der Adresse drauf. Und wir geben Sherikov wieder ab. Aber keine Sorge, der kommt wieder. Tag 35. Die Geschwister sind zurück. Wie versprochen. Sie bitten uns um Hilfe. Aber leider habe ich keine Axt dafür. Da brauche ich dir auch gar nicht weiter zuhören. Ich kann dir leider nicht helfen. Tag 36. Tag 37. Tag 38. Sherikov, wie geht's dir so? Ah, er ist gar nicht mehr verrückt. Nur noch zermürbt, erkrankt, durstig und hungrig. Ja Mensch, dann viel Spaß da draußen. Den werden wir niemals wiedersehen. Tag 39. Sherikov hat ein neues Spielzeug gefunden. Ein ungefährliches Kabel, das er aus der Wand gezogen hat. Wer weiß, wozu das Kabel dient, aber das Licht funktioniert noch. So wichtig kann es also nicht gewesen sein, oder? Sollen wir uns das Kabel unseres flauschigen Freunds mal genauer anschauen? Ja. Tag 40. Wir folgten dem Kabel nach draußen und fanden einen halb ausgebrannten Laster, in dem zwei Männer inmitten von blinkenden Lämpchen und Schaltern saßen, deutlich überrascht von unserer Anwesenheit. Ach so. Stimmt. Sherikov ist ja irgendwie ein Spion oder sowas? Ach, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das ist eh schon wieder gelaufen hier. Ja, happy happy für euch alle. Und dann bin ich gleich down. Wir sind wirklich in einer misslichen Lage. Die Vorräte gehen zur Neige. Und außer uns selbst wird sich niemand um uns scheren. Jetzt kann ich die Nachbarn überfallen. Nee, mach ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Tag 41. Unschuldige ausrauben? Auf keinen Fall. Wir sind keine Wilden. Oh nein. Selbst in solchen Zeiten müssen wir unsere Werte schützen. Das stimmt. Gehen wir mit gutem Beispiel voran und lassen diese armen Leute in Frieden. Ja, das ist einfach schön gesagt. Die Agenten, die uns ausspioniert haben, stehen jetzt mit einer Erklärung an unserer Falltür. Sollen wir ihnen zuhören? Ja. Tag 42. Ja, genau, die haben sich für den Kater interessiert und die wollten, dass wir denen bei ihrer Mission helfen. Oh, und wenn ich denen helfe, bekomme ich Vorräte. Was glüht da so in deiner Tasche, Timmy? Oh nein, mutierte Ameisen. Ihre gruseligen kleinen Mundwerkzeuge haben bei Dolores fast einen Herzinfarkt ausgelöst. Das hatten wir ja auch schon. Und es tut mir echt leid, Timmy, aber diesmal werden wir die Ameisen aus deiner Unterhose entfernen. Beim letzten Mal durftest du die behalten, aber ich darf jetzt einfach nicht krank werden. Tag 43. Oh, uiuiui. Timmy hat zugestimmt. Die Insekten sind jetzt weg. Ja. Als es Mary Jane mit ihrer Krankheit immer schlechter ging und wir keine Medikamente für sie hatten, machte sie sich selbst auf die Suche nach einem Heilmittel. In einer Notiz führte sie aus, dass sie nicht zurückkomme und unser Städtchen eh noch nie habe leiden können. Ja, warum habe ich dich denn durchgehend gefüttert? Weißt du, wie viel Essen und Trinken ich jetzt noch übrig hätte, wenn du nicht wärst? Einzige Enttäuschung, die Frau. Oh, nein. Hätte ich jetzt noch ein Radio, dann würde ich ein Medipack bekommen. Aber habe ich leider nicht. Tag 44. Der Stein, den wir vom alten Jim bekommen haben, ist ein Glücksbringer. Heute kam er zurück und hatte eine große Flasche frisches, kaltes Wasser dabei. Er war sehr großzügig und ließ uns daraus trinken. Das sollte unseren Durst für die nächsten Tage stillen. Okay. Tag 45.
Ted ist bereits viel zu lange draußen und noch immer nicht zurück. Wir fürchten, dass er nicht wiederkommt. Tag 46. So komme ich halt einfach nicht weiter. Mein Radio und meine Karte ist kaputt. Na los, Timmy. Geh raus und bring ein bisschen was mit. Tag 47. Vor dem Bunker ist schon wieder ein Lederkoffer und ich könnte jetzt nachgucken. Aber eventuell werde ich dann in die Luft gesprengt. Aber da könnte auch was zu essen drin sein. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Tag 48. Ja. Nee. Nein. Verdammt. Das Geschenk war eine Sprengfalle. Ich kann was tauschen. Oh, aber nichts, was ich brauche. Aber ich tausche die Karten gegen das Schloss aus. Hä? Timmy ist gestorben. Nein! Ich habe vergessen, ihr was zu trinken zu geben. Weil der Typ mit dem Stein mir was gegeben hat. Von wegen, der Kackstein bringt mir Glück. Ich hasse diesen Stein. Du bist gestorben. Okay. Bewerte gerne den Part, schaut auch in die Videobeschreibung, da ist einiges verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.